So, jetzt stelle ich noch was Witziges vor. Das habe ich hier wieder in einem meiner Lieblingskochbücher entdeckt. Und zwar nennt sich das Leicht und Lecker. Ihr kennt das sicher alle schon, alle, die treu mal zugucken. Und zwar nennt sich das Götterspeise mit Obst. Simpel, aber trotzdem eine geile Idee. Da wäre ich schon wieder nicht drauf gekommen. Da muss man ja auch einfach mal zustehen. Und mein Sohn hat es gesehen, hat gleich gesagt, Mama, das möchte ich essen. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt, glaube ich, schon abends 10:30. Ich mache das jetzt fertig. Und dann freut er sich nämlich morgen, wenn er aufsteht und sieht, dass ich die schon gemacht habe. Ja, wir legen einfach los. Wir brauchen 500 Gramm Wasser. Ja. Oh, das liebe ich, wenn das so 490, 500. Ups. Da gebe ich lieber immer noch. Ich gebe lieber immer ein bisschen mehr rein. So. Und Zucker. Ach so. 80 Gramm Zucker oder Alternativsüßungsmittel. Also wenn schon, Entschuldigung, dann richtig, dann gehen gleich 80 Gramm rein. Und im Gegensatz zu mir hat mein Kind kaum was auf den Rippen. Der kann sich das leisten. So, alles im Mixer. 5 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. 5 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. So, 5 Minuten sind rum. Ja, alles schön weg. Jetzt habe ich hier ein Götterspeisetütchen. Das ist für 500 Milliliter Wasser. Das geben wir jetzt hinzu. Ich habe jetzt erstmal grün genommen. Deckel gleich wieder drauf. Da nehmen wir jetzt eine Minute bitte auf Stufe 3 rühren. Nach einer Minute gucke ich, ob auch wirklich alles an dem, von dem Pulver sich aufgelöst hat. Das sieht sehr gut aus. Jetzt wird die Götterspeise in 4 Glasschälchen gefüllt, Entschuldigung. Gut, da kann man natürlich jetzt über philosophieren. Ich möchte mal ein Experiment wagen. Ich habe jetzt einfach mal einen normalen tiefen Teller genommen für Suppe. Da kommt jetzt was rein. Und da es bei uns ja nur mein Sohn ist, bekommt er jetzt nochmal eine große Schale damit gefüllt. So. Und in diese Schälchen kommt jetzt geschnittenes Obst. Ich habe hier immer Weintrauben halbiert. Also er isst sehr gerne Weintrauben. Und unter anderem habe ich Erdbeeren geschnitten. Die werde ich hier jetzt gleich so ein bisschen in der Schale versuchen zu platzieren. Okay, das klappt schon mal nicht, weil die schwimmen nämlich. In Ordnung, das klappt nicht in der hohen Schüssel. Dann versuche ich das einfach mal in den Teller. Ja, man hätte sie vielleicht dünner schneiden können. Aber als, ich finde einfach, das ist ein witziger Gimmick, ne? So Wackelpudding kann jeder. Das kann natürlich hier auch jeder, aber das weiß ja mein Sohn nicht. So, verteile ich hier schön die Weintrauben. Das Ganze wird über Nacht kalt gestellt. Und ich mache euch dann natürlich morgen früh Fotos davon, wie es aussieht. Vor allem will ich hier versuchen, das eine zu stürzen. Mal gucken, wie das so klappt und funktioniert. Moment, ups. Also im Moment ist es wirklich unspektakulär. Man haut es ja nur rein. Als Tipp gibt es hier, dass wir vor dem Servieren das Ganze mit einem Teelöffel der Creme Spiralik drüber geben sollen. Creme Spiralik, das ist, ach, Creme Balance, das ist Dr. Oetker. Naja, also ich habe dafür jetzt Vanillesoße gemacht, weil ich weiß, dass das meine halt am liebsten ist. Und das Ganze über Nacht im Kühlschrank, dass es wirklich richtig schön aushärten kann. Mal gucken, was hier noch für Tipps stehen. Wenn Sie Zucker durch Süßstoff ersetzen, sparen Sie sich 80 Kalorien pro Portion. Eine Portion hat 123 Kalorien. Jo, das ist schön.
Ich weiß nur nicht, ob es dann schmeckt. Ich bin ja eher so dieser Diätauffassung. Ich esse lieber was, was mir schmeckt, dann wenig, aber es war okay. Anstatt, dass ich mir irgendwas reinhaue, was wirklich bescheiden schmeckt. Ist ja toll, dass es wenig Kalorien hat, aber da habe ich danach immer noch Appetit und da sehe ich den Sinn irgendwie nicht so ganz dolle. Gut, wir versuchen das. Denkt dran, ich bin jetzt auch auf Facebook, Thermosternchen. Wir sehen uns dort. Bis dann, tschüss.